Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Crossout auf meinem Kanal. Ja, beim letzten Mal sind wir ja so ein bisschen bei der Einführung gewesen. Heute wollte ich ja mit euch dann ein Gefecht machen, aber ich muss euch hier oben noch ein paar Sachen zeigen. Zum Beispiel die Fraktionen, die man freispielen kann. Engineers, Lunatics, Nomads, Scavengers, Steppenwölfe, Dawn Children und Firestarters. Da hat man verschiedene Möglichkeiten, was die Konstruktion angeht, was man sich noch bauen kann aus Schrott, Metallschrott oder auch Metallschrott, Kupfer und andere Bauteile. Ich wollte mal gucken, ob ich nicht noch irgendeine schöne Wasser- oder verbesserten Passivkühler zusammenkriege. Da brauche ich aber noch einen passiven Wasserkühler für. Okay. Der passive wäre ja auch schon mal gut. Bei dieser Fraktion zumindest. Engineering. Aber ich fahre Lunatics momentan. Da kann man dann auch verschiedene Waffen wie diese bauen. Das können wir mal verfolgen, weil da brauche ich nämlich ein Flugzeugtriebwerk. Dann hat man hier auf dem Markt, kann man sich verschiedene Dinge noch kaufen. Für diese Credits hier oben, die kann man sich auch in-game erspielen oder mit Echtgeld bezahlen. Aber ich brauche ein Düsentriebwerk und dafür gebe ich jetzt kein Geld aus. Hier ist Angebot, Verkauf. Dann hier das Lager, was man alles hat an Teile, Farben. Oh, ich habe eine Kiste, sehe ich gerade, im Ödland gefunden. Die kriegt man auch zwischendurch. Mal gucken, was ich als Bauteil kriege. Ich hoffe, irgendwas Blaues. Ja, ich brauche ihn nicht bauen, liebe Leute. Ich kann ihn den Aktivkühler einbauen. Oh, nee. Den benutze ich gar nicht. Ich tausche ihn ein. Was kann der denn? Nee. Na gut, ich beanspruche den. Geringe Gebühr. Okay. Aber hier oben kann man dann noch, hat man dann den, halt den Shop, wo man dann gegen Echtgeld kaufen kann, die Ingame-Währung oder Teile. Dann hat man hier noch die Galerie, wo man sich Fahrzeuge runterladen kann, die Bauanleitung oder wie auch immer. Ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht, könnt ihr gerne mal ausprobieren. Und dann hat man hier noch die Saison, die man spielen kann. Was muss ich denn für das erste machen? Zerstöre 12 Spieler, verwendete Geschütze, Plasmakanonen. Ja, habe ich doch gar nicht. Habe ich nicht. Super, ich habe keine Plasmakanonen, also kann ich die Saison auch gar nicht spielen. Ich gehe mal im normales Gefecht mit euch. Hier kann man verschiedene Gefechte machen. Battle Royale. Dann Raids, verschiedene, wo man dann Kupfer und Marken zur Belohnung kriegt. Oder hier auch. Was haben wir denn noch? Das ist dann auch so Art Raid. Das ist ab Level 10 verfügbar. Hier die Invasion. Und hier oben sind die Standardgefechte. Hol dir die Drähte. Mission gegen Überlebende. Durch den Sieg im Gefecht erhältst du Drähte. Ja, ich weiß zwar nicht, wofür ich sie jetzt brauche. Aber hier oben die Mission kriegt man verschiedene Sachen für. Und ich muss mal gerade gucken, ob mir hier irgendwo... Ich glaube, das ist das. Das müsste ich spielen. Hol dir das Maschinengewehr, um eventuell noch einen Düsentriebwerk für die eine Sache zu kriegen. Für den Passivkühler, den ich mir bauen könnte. Aber ich will mal mit euch hier eben Drähte spielen. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Wollen wir da mal eben reingucken? Mal gucken, wie die Wartezeit ist. Die Wartezeit zieht sich ganz schön in die Länge. Ich trinke mal eben einen Schluck Kaffee. Geht schon los. So,
Hier spielen wir natürlich gegen Überleben. Da bin ich ja noch mit 4015 der Kleinste hier mit dem Fahrzeug, mit dem Powerscore. Wie ihr hier erkennen könnt, was die anderen alle so haben. Die sind alle teilweise ja höher, manche niedriger. Also es wird interessant. So, jetzt mal gucken, wo sie sich rumtreiben hier, die ganze Schlawiner. Da. Wird schon geschossen. Aber was schießen die? Da hinten. Ja, das Feuergefecht ist ein bisschen laut. Ja, liebe Leute, das war, glaube ich, ein schnelles Spiel. Ich habe den Gegner zerstört. Ich fahre gerade auf zwei Reifen durch die Gegend. Ich komme natürlich nicht so wirklich prickelnd um die Kurven mit. Und auf Distanz sind die Maschinengewehre auch nicht gerade die besten. Aber ich bin noch nicht... Boah, der hat Raketen. Der Drecksack. Ich habe leider noch nichts anderes. Ja, das war ein sehr schneller Kampf. Für uns. Um noch ein Gefecht zu machen, gehe ich schon mal zur Garage zurück. Wir können uns allerdings das nicht jedes Mal erlauben, rauszugehen, weil sonst hier hole die Drähte und vollendetes Gefecht. Das wollen wir natürlich nicht. Aber ich lade jetzt mein anderes Auto, was ich vorher auch hatte. Dann suche ich mal ein Gefecht raus. Hier wegen dem Düsentriebwerk können wir dann entweder eine Schrotflinte. Ah ne, Maschinengewehr. Die LM Cord. Das Düsentriebwerk. Ne, ist der Wagenheber. Wo ist denn dann das Düsentriebwerk? Und für Schrott können wir spielen. Was haben wir denn in der täglichen Mission? Achso, ja. Die kann man dann abschließen. Raids. Schrotflintenmission. Dann die Zeit 2 Stunden mindestens im Spiel verbringen. So, aber wir spielen jetzt hier mal diese Strategie hier, also dieses Spiel. Wir gucken mal. Hier habe ich 3 Achsen an dem Fahrzeug. Das habe ich mir gestern mal so versucht, mit meinen Sachen, die ich habe, so hoch wie möglich zu pushen. Ja, hier unten geht es natürlich voll ab, ne? So geht's auch. Wenn ich zerstört werde, wird auch der Gegner zerstört. Aber es war leider eine Niederlage. Schade, 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 schade. Ja, die Verbündeten wurden zerstört. Ja. Flugzeugtriebwerk brauche ich noch 2 Stück. Aber woher kriegen? Ich weiß gar nicht, wo ich die jetzt erspielen müsste. Ich schau mal eben. Hier sind nur die Raids. Hier kriege ich nur das. Oder hatte ich den mal aus einer Kiste gekriegt? Ich weiß es gar nicht. Ne, hier ist eine Schrotflinte. Passivkühler, glaube ich, ne? Ja, Passivkühler.
spielen wir mal hier. Es wird schwierig, liebe Leute. Ab einem gewissen Powerscore ist das einfach schwer, wenn man nicht die richtigen Waffen schon dafür hat. So wie ich jetzt. Ich könnte sie mir bauen, ja, aber mir fehlen einfach die Teile. Die muss ich mir erst erspielen. Oh, da ist der nächste Gegner. Oh, gleich drei Stück. Um Gottes Willen, dann muss ich mal weg. Manche haben natürlich schon richtig dicke Waffen drauf. Da ist für mich, seht ihr, schwer wegzukommen und schwer gegenzuhalten. Das war natürlich sehr kurz, aber ich kann es leider nicht ändern. Da habe ich dann doch einfach zu wenig Power in den Waffen. Wobei die Autokanone und die beiden Maschinengewehre schon gut sind vom Powerscore her. Also von uns leben nicht mehr so viele. Aber wenn man sich anguckt, der Fantasie im Autobau ist keine Grenzen gesetzt. Warum fahren die jetzt nicht zu unserer Base? Die wird gerade eingenommen. Entweder fahren die zur Base. Oder die nehmen deren Base ein. Also es ist schon schwierig manchmal. Da wird er aufgehalten, hoffe ich. Jawohl. Jetzt sind es nur noch 1, 2, 3 gegen 3. Das ist gut. Schade, man kann bei dem Fahrzeug jetzt leider nicht erkennen, welchen Powerscore er hat. Das ist so eine Sache, da muss man halt selber tüfteln. Aber ich denke mal, er wird vom Powerscore her so sein, wie ich das war. Welcher ist denn das jetzt? Rodanim? Da, 4039. Also er ist etwas höher als ich. Die versuchen natürlich nicht die Base einzunehmen, sondern die Gegner komplett zu zerstören. Was jetzt auch machbar ist. Also Sieg für uns. Die hatten nicht mehr so viel, weder Waffen noch... Ach, noch ein Radar. Ja, ich gehe mal zur Garage. Also, es ist nicht immer ganz so einfach. Es kommt darauf an, wie man durchkommt und... Kann ich hier schon was freischalten? Nein, fehlt mir noch Schrott. Oh. Hier ist... Okay. Da muss man dann gucken. Aber das kann man für sich individuell hier bauen. Alles so, wie man gerade möchte. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir gefällt es auch. Ich spiele es nach wie vor. Ich würde mich freuen. Vielleicht trifft man sich mal innerhalb des Spiels. Ich bin raus. Euer Depp. Bis dahin. Tschüss.